Willkommen zum Filmcampus 2015. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Wir, das sind Reimer. Hallo. Und ich, mein Name ist Nina. Dieses Jahr machen wir alles ganz anders. Wir möchten sehr gerne von euch mal hören, was für eine Art von Film ihr euch eigentlich vorstellt und was ihr euch wünscht. Also ich fände es richtig toll, wenn es im Film so vorkommen würde, dass es so einen Zaubertoaster gibt und der die Kuscheltiere zum Leben erweckt. Die Idee ist ja schon ganz witzig, aber total unrealistisch. Und es wäre ja viel cooler, wenn wir einfach in den Zoo gehen würden und dann schrumpfen wir zu so winzig kleinen Menschen und erleben dann Abenteuer mit den Tieren. Und das soll realistisch sein? Realistischer als deine Idee. Ja, also Zaubertoaster und Schrumpfen. Mhm. Ja, also vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, die ein bisschen einfacher umzusetzen ist für uns. Younes, was meinst du denn? Wir könnten doch mit einer Maschine in die Minion-Welt reisen und jeder nimmt sich einen Minion mit. Ja! Ja! Ich nehme Bob. Aber ich meine auch Bob. Ich wollte Bob. Ich ja. Dann habt ihr eben alle Pech gehabt. Aber ich hatte die Idee. Dann hast du noch mehr Pech gehabt. Dann können wir doch gleich Bonobo treffen. Und wo kriegen wir denn jetzt bitte schön einen Bonobo her? Und wer oder was ist nun ein Bonobo? Ein Bonobo ist eine Affenart, die den Menschen am ähnlichsten sieht. Okay, ein Affe. Aber tatsächlich, wo sollen wir den jetzt herbekommen? Naja, aus ihrem Toaster. Gar nicht mal so schlechte Idee. Ich habe eine Idee. Eine Unterwasserwelt mit einem 20 Meter Kran, der U-Boote auffrisst und Tauchern und Haifischen und Blut. Ja, und ich habe auch eine Idee. Das sind so winzig kleine Killerblätter und so riesig große Monster. Und die riesig großen Monster haben Angst vor den winzig kleinen Killerblättern. Was? Weil die Killerblätter die Monster auffressen wollen. Und Aliens. Und aber wir könnten doch auch ins alte Ägypten reisen. Dort stehen ganz viele Pyramiden. Und dann erwachen die Mumien zum Leben und erschrecken die Touristen. Nein. Doch, dann kommen die aus ihren Gräbern heraus. Wow. Ja klar. Ich möchte einen Tanzfilm machen. Wir reisen mit einer Zeitmaschine durch die verschiedenen Zeiten und lernen alle Tänze der Welt. Zeitmaschine finde ich super, aber noch besser finde ich, wenn wir ein magisches Portal bauen, durch das wir in alle Welten gelangen können. Portal ist super, aber tanzen tue ich nie im Leben. Gut, also das mit dem Tanzen können wir uns ja nochmal überlegen. Wir treffen uns jetzt gleich zur Szene 1, Bau des magischen Portals, unten auf der Wiese. Yeah! Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Klappe? Magisches Tor, die erste. Ihr schmückt jetzt die magische Tür, okay? Ja, okay. Okay, und los geht's. Okay. Wir brauchen eine Äste. Ja. 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 Ja, warte gleich. Ja. Ja. Oh. Egal. Wer sind eigentlich die ganzen Kinder, die hier noch mithelfen? Das sind alle Flüchtlinge. Und woher kommen die? Die kommen aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Wollen wir irgendwas mit denen machen? Lasst mit denen spielen. Okay. Leute, ja. Kommt mal alle mit! Aber was ist denn mit dem Film? Ich meine, wir sind doch mitten im Dreh. Wollen wir irgendwas spielen? Wir können Verstecken spielen oder fangen. Ja. تعال نروح نلعب على السوبر ماركت بقول لك كثير حلو خلينا نروح على العاب ليش يعني ليش واحده طويله واحده قصيره ايش يعني شريت من السوبر ماركت انا بدي 10 يورو منكم يا حرام بدي اشتري نفسكم شو شو عم تحكوا انتوا والله ما بنعرف كل واحده بتحكي كلمة انجليزي الماني والله ما بعرف Filmstars. Salam alaika, ya Habib, salam alaika.
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك Okay, ich sehe, irgendwie sind wir jetzt Lehrkinder geworden, aber ist egal. Ihr macht jetzt einfach alle mit, okay? Und wir proben jetzt den Gang durch das magische Tor, okay? Ja? Ihr kriegt das dann schon mit. Alles klar? Also, Klappe, magisches Tor, durchgehen. Schön aufbauen hinten. Haben. Wir müssen das nochmal üben. Mit, also wir gehen jetzt nochmal rein und müssen das, glaube ich, nochmal in Ruhe besprechen. Alle zusammen? Was mit denen? Ja, auch. Alle zusammen. Ey Mann, ich finde diesen Film total bescheuert. Ja, magisches Portal. Was, wieso sollte das funktionieren? Das hat doch eben die ganze Zeit auch nicht funktioniert. Komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht funktioniert es ja dann. Glaubt aber nicht. Ja. Passiert nichts. Ja, passiert nichts. Kampf beweisen. Hey, meine Füße. Was ist deine Füße? Mein Körper, meine Hände, was ist los mit mir? Bitte! Hilfe! Ah, ich dachte gerade, ich wäre unsichtbar geworden, aber es kann ja sowieso schon wäre. Ist ja nur Quatsch. Guck, hab doch gesagt, dass sie funktionieren wird. Zum Glück bin ich wieder da. Da hinten sind die anderen. Los, lass uns hingehen. Ja. Da seid ihr ja. Was ist denn hier los? Das Leben hat keinen Sinn. Was soll denn heute noch passieren? Nix. Gar nichts. Lass nur, die fällt doch eh wieder runter. Wann geht die Sonne endlich unter? Ich will wieder schlafen. Oh. Es fängt bestimmt gleich an zu regnen. Ich wusste es doch, jeder Tag derselbe Mist. Und dann fängt es an zu gewitzern und wir werden alle von einem Blitz getroffen und sterben. Ich war nie für die Idee rauszugehen. Hallo? Wo sind wir hier? Es wird böse enden. Hallo? Was machen wir hier? Richtig böse wird es enden. Kannst du nur sagen, das wird böse enden? Böse wird es enden. Also das ist wirklich schon etwas gruselig, oder? Ja. So böse wird es enden. Ich wette, gleich bricht das Sofa zusammen. Ich war nie dafür, dass wir mit dem Sofa rausgehen. Das wird ja jetzt ganz dreckig. Ich wusste, es wird böse enden. Mann, die Welt könnte doch mal auch etwas bunter werden. Und ein bisschen freundlicher und höflicher. Ja, komm. Da hinten ist das Portal. Los, lass uns noch mal durchspringen. Los! Okay.
okay, okay, okay. Happy birthday to you. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Und was habt ihr für komische Sachen an? Fremde, wo sind eure Anzüge hin? Und warum ein Junge mit langen Haaren? Ich bin ein Mädchen. Und warum hast du dann kein Kleid an? Los, holt Anziehsachen für sie. Ja. Ein Anzug. Ja, ja, ein Anzug. Oder ein Kleid für sie. Ja. Und die Haare offen. Eine Krawatte. Eine Krawatte? Und die Haare. Zwei Krawatten. Okay, holt die Sachen. Ihr seht besser aus. Ja. Ihr seht besser aus. Ja. Hey. Schön. Da, da, da. Was hab ich denn an? Das ist wunderschön. Sowas würde ich nie anziehen. Ja, ich wünsche mir zwar Geld, aber für sowas würde ich das nie ausgeben. Da hinten ist das Portal. Los, lass aufbauen. Ja. Hey, warte. Was ist hier los? Wo sind wir gelandet? Keine Ahnung. Das sind Computersuchtis, glaube ich. Hallo? Hallo? Wo sind wir hier? Hallo? Ist ja schon gut. Was macht ihr hier? Das ist irgendwie total... Wow, Gott, habt ihr viel Geld. Okay, okay, ich will es ja nicht wegnehmen. Was schreibst du denn da? Okay, ganz ruhig. Wir wollten ja reich werden, aber so will ich nicht reich werden. Das sind total hohlköpfige Leute. Komm, lass uns das Tor finden und abhauen. Aber nur hier ohne das Geld. Neues Update, ihr könnt bei mir kaufen. Ich glaube, ich lasse Maffe. Leute, ey. Schaut mal, da ist das Portal. Nacheinander. Da gehen wir durch. Ich muss aber aufs Klo. Toilette? Ernsthaft? Hier stinkt's. Ich will hier raus. Bitte? Frag dich schon. Ich bin doch gewünscht. Ich glaube, ich weiß, wie das Portal funktioniert. Man wünscht sich was, dann springt man durchs Portal und dann kommt man auch in die Welt. Ist mir egal. Hier stinkt's. Draußen steht das Portal. Ich will hier weg. Ja, los! Aber wer jemand wünscht sich, ich wünsche dich gerne eine Horrorwelt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Keine Ahnung, ich habe mir nichts gewünscht. Hast du gar nicht von euch was gewünscht? Nein. Komm, wir fragen nach. Hallo, ist Hallo. Jemand? Entschuldigen Sie? Könnten Sie uns bitte sagen, wo wir hier gelandet sind? Und welches Jahr es ist? Komm, das ist doch unheimlich. Oh. Wir haben... Vielleicht... Lo, wir müssen das Schenk kommen hinter der Ecke. Sag mal, hast du nicht irgendwas mit Horrorwelt gesagt? Scheiße. Wow!
Wo wart ihr denn? Wir haben euch die ganze Woche lang gesucht. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Was ist mit euch passiert? Auf einmal wart ihr nicht mehr da. Wir haben uns Sorgen gemacht. Jetzt erzählt schon. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Wir sind durchs Tor gegangen, also durchs Portal, und dann waren da auf einmal Schafe. Und dann so gruselige Monsterpuppen. Da musste ich so dringend aufs Klo. Was? Hä? So ein Quatsch. Ich hab das alles geträumt. Nein, ich kann es beweisen. Ja, ihr könnt es auch beweisen. Seht mal, wie viel Geld. Aber hier. Aber das ist doch Spielgeld. Also, Kinder, hört mal. Ich bin ja froh, dass ihr wieder da seid. Aber ich muss sagen, also heute ist Freitag. Versteht ihr? Wir können nicht mehr alles noch drehen, was ihr so gerne noch machen wolltet. Mit den Schafen und der Horrorwelt und Höflichkeitswelt. Die Zeit ist einfach zu knapp, Reimer. Das schaffen wir nicht mehr. Aber das ist doch alles gar nicht so wichtig. Ja. Nicht wichtig? Ja, aber was ist denn dann wichtig? Frieden! Ja, du bist wichtig! Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir treffen uns draußen. Alles klar? Ich bring was mit. Ja, klar. Anna, Ich bin so.